Hallöchen, herzlich willkommen zu meinem Unboxing der besonderen Art. Ich habe heute ein Päckchen bekommen. Und zwar mache ich heute ein Unboxing. Das erste deutschsprachige Unboxing. Ich habe lange gesucht und habe es nicht gefunden. Und zwar ist das ein Päckchen von Heaven and Earth, komplett fertig gekittet. Und da wollen wir jetzt mal reinschauen. Ich bin ja mächtig, mächtig, mächtig aufgeregt. Ich wollte das mal sehen, wie das aussieht bei Heaven and Earth, wenn das fertig gekittet ist. Und nun ist es endlich da. Ich habe es Anfang März bestellt. Ja, es hat lange gedauert. Es hat lange gedauert. Aber bei Heaven and Earth wurde immer wieder auch eingestellt, wie weit sie sind. Und ja. Und der. Das eigentliche, also es hat ungefähr so 14 Tage, 3 Wochen gedauert, ehe es dann hier in Deutschland ist. Ganz typisch für Heaven and Earth, diese lilane Tüte. Hier vorne ist alles drin. Ich habe schon mal versucht, ein bisschen aufzumachen, aber ich sehe gerade, da muss noch ein bisschen mehr getan werden hier. Oh. Ich traue mich auch nicht, hier oben aufzuschneiden, weil ich Angst habe, dass ich eventuell was erwische. Aber ich probiere mal hier oben aufzuschneiden. Wie gesagt, es gibt noch kein deutschsprachiges Unboxing. Jedenfalls habe ich keins gefunden. Und das ist jetzt eine Premiere für mich und vielleicht auch für euch, das erste deutschsprachige Unboxing zu sehen von ein fertig gekittetes Bild von Heaven and Earth. Also lasst euch überraschen. Ich kämpfe noch mit der Tüte. Boah, ich war gerade bei der Post das abholen. So, jetzt ist die Tüte auf. Wir schauen mal, was drin ist. Tüte ist leer. Ja, das ist die Rechnung. Da guckt man gar nicht rein. Was ist jetzt hier drin? Schauen wir mal. Ich habe ja schon etliche Bilder angefangen und habe es ja selber gekittet. Und deshalb. Oh! Schaut mal. Für Nadeln zur Aufbewahrung. Super. Schön. Und was haben wir hier drin? Hier ist bestimmt die Nadel drin. Ja, das ist ein Nadeleinfädler, möchte ich sagen. Oder? Schauen wir mal, probiere ich mal aus. So, das war es jetzt dazu. Als kleines, ja, bei dem Preis. Das ist jetzt hier nochmal verpackt in einer Extratüte. Oh, das ist schön verpackt. 18 Count, 37 mal 48. Easy Count. Ja, den hatte ich mir bestellt, den Easy Count. Dann muss ich nicht alles erst anzeichnen. Der Stoff ist noch mal verpackt in Papier. Sehr schön. Ja, da sieht man eben halt, ne, dass das alles super Niveau hat. 18 Count. Ja, wenn ich jetzt 14 Count oder so bestellt hätte, wäre es ja noch größer geworden. Oh, es ist abgekettet. Also,
Das ist ja auch super schön. Ich muss jetzt diesen Stoff nicht. Oh je. Der ist riesengroß. Oh oh. Oh oh. Dann wollen wir mal schauen. Aber das war bestimmt Inch, was sie da drauf geschrieben haben. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das nur 37 mal 48. Gut. Ich habe das einmal als ja, es ist kein. Dann habe ich das nicht als hatte ich nur digital bestellt. Heaven and Earth Design. Jo. World Travel Book von Amy. Na, helft mir mal. Amy Stewart. Amy Stewart. Nee, das ist nur der Aufkleber, das ist nicht das Bild. Staune, dass sie da nichts mit dazu geschickt haben. Hab ich wahrscheinlich nicht bestellt. So, die Garnkarten sind auch nochmal. Oh. Die Garnkarten sind ja ein Traum. Erstmal ist es laminiert. Ja. Dann hat jede Farbe, jedes Garn hier noch einmal so ein Holzring. Das ist ja auch eine feine Sache. Das sind die Farben hier für. Und dann ist es nochmal eingepackt, also mit einer süßen Schleife. Ja, ich schau mal, ob ich es schnell auf meinem Tablet finde. Ups, das Bild. Ich habe es ja im Pattern Keeper schon bekommen. Momentchen. Vorschau anzeigen. Das ist das Bild. Das sind ganz viele Sehenswürdigkeiten der Welt und das wollte ich unbedingt sticken. So, und jetzt muss ich noch mal gucken, ob ich jetzt hier noch mal dazu bekomme, was hier alles. Legende, PDF anzeigen. Ah ja. Also, Heaven and Earth. Extra Farben. Das ist das Bild. Und es hat 542 Stiche. Und 125 Farben. Oh ja, geht ja noch. Oh ja, ich freue mich so. Schaut euch mal das herrliche Bild von Amy Stewart an. Ja, das Unboxing musste ich unbedingt nochmal mit reinbringen. Huh. Dann schauen wir uns mal die Farben an. Also 125 Farben. Wir haben hier auf der Garnkarte die Zeichen und die Farben. Wie gesagt, mit einem Ring. Und in einer anderen Tüte sind die anderen Farben drin. Oh, schaut euch mal die Farben an. Und natürlich in DMC mit DMC-Nummern. Die erste Farbe ist die 150.
dieses schöne Rot. Und ich kann, es ist noch nicht aufgeschnitten, aber ich kann praktisch den Knoten hier nochmal aufmachen. Ich werde mal was nehmen, was nicht so viel ist. Oh, schaut euch mal, wie viele Farben das hier sind. Und wie viel vor allen Dingen. Ui. So, ich nehme mal die Farbe hier vom Ring ab. Das ist komplett, ja, wie soll ich sagen, so müsste ich theoretisch, müsste ich das ja nochmal aufwickeln und nochmal extra auffädeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das jetzt hier einfach nur abschneiden brauche oder durchschneiden. Na, ich probiere es mal. Das ist das Garn. Ach, das kann man auch aufmachen. Guckt mal. Na, das ist ja eine feine Sache. Ja, kriege ich jetzt hier nicht ab. Gleich wieder ranmachen. Ja, so sieht das aus, wenn ihr Heaven and Earth vollständig gekittet bekommt. Wie gesagt, im März bestellt. Es dauert schon ein paar Monate. Ich hatte mal von einer Englischsprachigen gehört, dass die 6 Monate gewartet hatte. Da habe ich schon gedacht, oh. Ja. Schaut euch mal die Farben an. Ja, wo ich ein klein bisschen enttäuscht war, dass nicht mal ein Bild mit dazu ist, aber und ich muss noch mal nachgucken, dass ich, ob ich das vergessen habe, das Muster auch zu bestellen als Printversion. Ja, das war meine erste Bestellung bei Heaven and Earth. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Schaut euch die Farben mal an. Was ich gut finde, die Karten sind laminiert. Und wie gesagt, hier so ein schönes, so eine Plastikringe mit dabei. Die kann ich bestimmt dann auch mal später noch mal gebrauchen für andere Sachen. Hui. Ja, was das Gerät hier ist, vielleicht wisst ihr das, keine Ahnung, das finde ich gut. Ach ja, wo ist denn die Nadel? Ach hier, eine kleine Nadel war hier drin. Naja, das ist ein bisschen wenig. Eine Nadel. Und den Stoff schon abgesäumt, verkettet, also ab versäumt. Und ich wollte das noch mal ausrechnen. Wartet mal schnell, wenn ich jetzt die Stiche mir anschaue. PDF anzeigen. Wie groß das bei 18 Kauen wird. So, ich suche meine App mit der Berechnung. So, 750 mal 500. 42. Ich habe 18 Count. Ein Meter. Nee. Schaut mal, ich habe alles in einem 750 mal. Das wäre ein bisschen groß gewesen. 542.
1,5 Meter mal 1 Meter mal 76. Bei 18 Count. So groß ist das Bild. Das wird bestimmt ein Lebensprojekt. Ich bin jetzt echt noch beim Überlegen, ob ich hier einfädig oder nicht zweifädig, ja, aber ob ich ein volles Kreuz oder ein halbes Kreuz nehme. Und ich werde das natürlich auch wieder an der rechten oberen Ecke anfangen und dann diagonal sticken. Das gefällt mir nämlich super toll. Hier seht ihr Moschee Moskau. Ich denke mal Chile oder Argentinien. Der schiefe Turm. Wahnsinn, Wahnsinn. London. Wenn wir mal Deutschland suchen hier. Die Brücke in Amerika. Ach, der Nussknacker. Schaut mal. Das ist bestimmt Deutschland. Der Nussknacker. Ja. Statue. London. Telefonzelle. Oh, ich freue mich so. Ich freue mich wirklich so. Ja, das wird ein Megaprojekt, sage ich mal. Und ganz viel Garn von der neuen 3-9. Also es sind ganz viele Farben dabei. Das ist schön, das brauche ich nicht zu kitten. Ich habe alles da. Es ist wunder, wunderschön. Ja, dann schauen wir mal. Preislich war es schon ganz schön angehoben. Aber wenn ich jetzt die Farben bezahlt hätte, alleine gekauft hätte, hätte ich auch eine ganze Menge bezahlen müssen. Das war's. Ich denke mal, das ist das erste deutschsprachige Unboxing von Heaven and Earth Design. Ich melde mich dann nachher wieder oder später wieder, wenn es losgeht, wenn ich das alles vorbereite. Ich muss anfangen. Ich muss einfach anfangen. Also, geht gar nicht. Oh, schön. Alles klar. Tschüss aus dem Sticksalon, sagt Celine.